Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 5. Mai. Heute dabei Pokémon Go, IBM, Amazon, Amazon Fresh, Facebook und WhatsApp. Fangen wir mit Pokémon Go an. Da steht ein neuer Event an und ja, für ein paar Tage werden mehr Pokémon vom Typ Pflanze erscheinen. Tja, ich weiß nicht, ob das jetzt einen vom Hocker reißt. Mich zumindest nicht. Ich sitze halt immer noch stabil. Tja, Pflanzen-Pokémons. Wer sie noch braucht, kann sie jetzt dementsprechend fangen. Also ab dem 5. Mai, also heute bis zum 8. Mai. Viel Spaß dabei. Anderes Thema. IBM. IBM hat auf USB-Sticks Malware ausgeliefert. Also Schadsoftware. Ja, schon ein stolzes Ding, was die da sich geleistet haben. Also Respekt. Ich meine, von einem Unternehmen wie IBM erwartet man was anderes. Also auf einem USB-Stick, wo man halt irgendwas mit installieren konnte für Store-Wise-Geräte, da war halt die Malware drauf. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was das für Geräte sind. Ich habe mir auch versucht, schlau zu googeln. Ich habe es nicht rausgefunden. Aber ich finde es trotzdem eine interessante Nachricht halt, dass einem Konzern wie IBM sowas halt wirklich auf einer großen Skala wirklich passieren kann. Und ja, logischerweise keine gute Sache. Und IBM rät dazu, die USB-Sticks doch einfach kaputt zu machen. Und das wäre schon mal der erste Schritt. Naja, müsst ihr halt gucken, halt, ob ihr betroffen seid. Ich denke mal, ihr seid das nicht. Amazon ist aber betroffen, denn die haben sich ja schon ein paar Mal mit der EU gezopft. Also hier Klagen, europäisches Recht und sonst wie. Amazon ist natürlich auch nicht der netteste Geschäftspartner. Der hat entsprechend Verlagen Sachen vorgeschrieben, halt, dass man über andere Preiserhöhungen, wenn man mit anderen Distributionskanälen kommuniziert, Amazon benachrichtigen muss. Und all das, was wettbewerbswidrig ist, nach Meinung der Wettbewerbskommission der Europäischen Union. Ja, das haben die halt gemacht und jetzt haben die sich halt geeinigt. Amazon halt hat halt eingelenkt, akzeptiert ein paar Punkte. Im Detail ist das sehr viel rechtlicher Krimskrams. Ich glaube, es ist eine gute Sache und wenn euch die Details interessieren, dann guckt in die Shownotes, da ist ein Link zum stadtbremerhaven.de Blog vom Kashi. Da steht alles im Detail nochmal drin. Nächstes Thema, Facebook, Hasskommentare. Ja, Facebook stellt 3000 neue Mitarbeiter ein, die sich nur noch um Hasskommentare und Selbstmordvideos kümmern sollen. Ja, schade oder schlimm, dass es so weit gekommen ist, aber gut, dass die Kollegen da auf jeden Fall aktiv sind bei Facebook und sich darum kümmern wollen. Gehen wir nochmal zurück zu Amazon. Amazon Fresh. Amazon Fresh ist nämlich jetzt gestartet in Berlin und Potsdam. Amazon Fresh, das ist ja der Dienst, wo man Lebensmittel, frische Lebensmittel über Amazon ordern kann. Und das sollen über 85.000 Produkte sein. Und wer bis 23 Uhr online bestellt, der kann sich für den nächsten Tag ein 2 Stunden Lieferfenster aussuchen. Und wer noch am gleichen Tag was haben möchte, der muss halt bis zum Mittag seinen Einkaufszettel fertig haben. Und dann, ja, kann man da ordern. Amazon Fresh kostet für Prime-Mitglieder 10 Euro im Monat. Die Lieferung ist gratis, wenn der Bestellwert mindestens 40 Euro beträgt. Tja, kann natürlich auch wieder einen Monat kostenlos getestet werden. Ich finde es ein spannendes Thema. Ich würde es sofort ausprobieren, aber ich sitze ja hier in Dortmund, obwohl ich nächste Woche in Berlin bin, aber sitze ich im Hotel. Auch egal. Gehen wir nochmal zurück zu Facebook mehr oder weniger. WhatsApp gehört ja zu Facebook. Die waren gestern für 2 bis 3 Stunden nicht erreichbar. Für viele ging die Welt unter und besonders eben in Europa, Westeuropa und in Südamerika. Ja, da war das Problem vorhanden. Mittlerweile ist es behoben. Also seit 4 Uhr in der Nacht zu Donnerstag, also von einem Tag so gesehen, von jetzt aus gesehen, konnte halt dann wieder gewhatsappt werden. Und die Kernaussage ist, Facebook hat halt gesagt, du, das war kein DDoS-Angriff, also wo halt ganz viel die Server attackiert werden. Ja, aber was es war, haben sie jetzt eigentlich auch nicht gesagt. Aber interessant zu sehen,
wie viele von WhatsApp abhängig sind. Da kann man sich aufs Konkurrenznetzwerk begeben, auf Twitter. Da haben sich nämlich die Leute dann natürlich über den Ausfall beklagt. Und bleiben wir gleich bei Facebook. Das ist nochmal zum Abschied für heute in der Folge nochmal eine nette Sache. Facebook hat nun auch die Reaktion, also hier dieses hier, ich lieb was oder ich mache mich lustig oder wow, sad, diese kleinen Emojis, die man statt dem Like-Button halt auch auswählen kann bei einem Post, die haben Facebook jetzt auch in die Comments gebracht. Also man kann jetzt auch Kommentare entsprechend halt lieb haben oder sauer drauf sein und das halt entsprechend markieren. Macht für mich nur Sinn, ist konsequent und stringent durchgezogen. Warum soll ich halt nur einen Post eben mit einer Reaktion versehen und nicht auch einen Kommentar? Also, ja, viel Spaß beim Reaktion zeigen auf Facebook und ich wünsche euch einen schönen Freitag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und am Montag ist der Jan für euch da. Und von daher, wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.